Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich muss dieses Intro zum gefühlt 10. Mal aufnehmen. Ich hatte die ganze Zeit Audioprobleme. Ich hoffe, ich habe es jetzt gefixt. Wenn nicht, dann muss ich es auch mal aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz, heute gibt es ein Video, was sich ein paar Zuschauer von euch gewünscht haben. Denn im letzten Video, was ihr gerne noch abchecken könnt, ich weiß nicht, warum ich dahinter gezeigt habe, eher unten Videobeschreibung, da ist der Link zum letzten Video. Oder ihr schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Da könnt ihr das letzte Video gerne anschauen. Da habe ich mit euch zusammen ein neues, in Anführungsstrichen neues MIDI-Keyboard ausgepackt, angeschlossen und euch zwei, drei Tipps noch mit auf den Weg gegeben. Da kamen dann die ein oder anderen Nachrichten über Instagram rein. Kurze Werbung, Freunde. Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut, Follow da lässt und vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Frage. Der ein oder andere hat mich gefragt, würdest du oder kannst du mir was empfehlen, wenn du mit deinem Wissen von heute nochmal von null beginnst? Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach das Video hier für euch. Vielleicht hat der ein oder andere auch noch den Wunsch oder den Gedanken schon mal gehabt, hey, ich will mit Musikproduktion anfangen. Ich weiß nicht, was ich mir holen soll. Ich will aber noch ganz kurz anmerken, heute geht es nicht um das günstigste Equipment oder das teuerste Equipment, sondern einfach so Starterpaket, weil im Endeffekt, wenn ihr zu wenig Geld investiert, klar kann man da auch produzieren, aber ja, man will ja doch ein bisschen Qualität haben und Qualität kostet halt heutzutage ein bisschen. Ich habe trotzdem ein bisschen auf den Preis geschaut, es sind aktuell Osterangebote, da könnt ihr auf jeden Fall noch den ein oder anderen Euro sparen, zumindest in den Angeboten, was ich euch zeige. Die ganzen Produkte habe ich über oder euch auf Amazon rausgesucht. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Noch kurze Anmerkung, es sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr über diesen Link bestellt, Freunde, supportet ihr mich. Ihr zahlt keinen Cent mehr. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt an den PC. Ich zeige euch das Equipment, was ich mir bestellen würde mit dem Wissen von heute. Und falls der ein oder andere eine andere Idee hat oder einen anderen Vorschlag, gerne in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, 3, 2, 1, Abfahrt. Angekommen am PC, Freunde. Ich habe euch, wie gesagt, die Produkte vorbereitet. Ich habe euch oder ich packe euch natürlich die Links in die Videobeschreibung. Wir fangen direkt mit dem MIDI-Keyboard an. Das kennt ihr mittlerweile, davon haben wir ein Unboxing gemacht. Ich kann euch das nochmal kurz in die Kamera heben. Hier, ich benutze es selber. Es wird auch bald wieder ein Update-Video geben. Preis 86 Euro, könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Ich habe jetzt gerade geschaut, dieses Keyboard gibt es für 140 Euro noch. Da habt ihr dann, ich kann es mal kurz groß machen, hier an der Seite noch einen Lautsprecher. Ich weiß nicht, für was man das braucht, aber ja, ich finde das MIDI-Keyboard einfach für den Anfänger, für den Start auch total ausreichend. Also ihr habt 25 Tasten, mehr braucht ihr nicht. Ihr könnt die Oktaven direkt am Keyboard erhöhen, also hoch und tiefer stellen. Ihr habt sämtliche Möglichkeiten, ihr habt Drehregler, die ihr in eurer DAW einstellen könnt. Ich rede heute nur von FL Studio, weil ich arbeite nur mit FL Studio. Ich habe euch ja in dem letzten Video gezeigt, wie ihr die an einem Mixer oder wie ihr die konfigurieren könnt, was sehr, sehr cool ist. Also für 86 Euro könnt ihr echt nichts falsch machen. Wir gehen weiter zum nächsten Produkt. Das sind die guten Studio-Monitor-Boxen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit diesen Boxen selber noch nie gearbeitet. Ich habe die nur bei einem Kollegen mal gehört. Ich war positiv überrascht. Ich nutze, dazu kommt dann wahrscheinlich auch noch mal ein Video, was ich aktuell noch so nutze, sind Yamaha-Boxen. Wie gesagt, kommt im Extra-Video. Hier haben wir 3,5 Zoll Treiber, was wirklich für ein Home-Studio vollkommen ausreichend ist. Hier auch 89 Euro, kann man echt nichts falsch machen. Und PreSonus ist jetzt auch keine unbekannte Marke. Man kann ja hier mal, wenn man ein bisschen auf Bewertung geht, schauen, 24.012 Bewertungen. Was ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen wollt, fahrt gerne mal in ein Musikstudio. Da gibt es dann meistens so einen Raum, so einen Nebenraum, wo die Türen isoliert sind, wo man dann Boxen Probe hören kann. Das finde ich nochmal viel, viel geiler. Aber da werdet ihr keine PreSonus Aeris E3.5 finden, sondern das sind halt wirklich KRK, Yamaha. Die würde ich mir holen. Ich habe sie beim Spätzle mal gehört. Finde ich echt vollkommen in Ordnung. Und für den Preis kann man echt nichts falsch machen. Genau, ich würde sagen, wir schauen weiter zum interessanten Part. Eigentlich ist alles interessant, aber wir gehen zum Audio-Interface. Das habe ich euch ja am Anfang des Videos schon kurz erklärt. Ich würde euch meiner Empfehlung ein Focusrite wärmstens empfehlen, weil ich selber damit
schon oder eigentlich schon immer produziere. Preis auch wieder 85 Euro. Bewertungen 41.852 Sternebewertungen, 4,6 Sterne, also das Ding muss auf jeden Fall was können. Dieses Focusrite habe ich jetzt selber nicht benutzt, weil hier haben wir zum Beispiel nur ein XLR und einen Klinkeneingang. Hier zum Beispiel könnte man Beispiel Mikrofon anschließen, 48 Volt Phantomspeisung beim Kondensatmikrofon aktivieren und hier könnte man in die Klinke zum Beispiel mit einer Gitarre oder so reingehen. Das reicht, wie gesagt, für den Anfang vollkommen aus. Ich habe natürlich schon abgegradet, ich habe 4 Eingänge vorne, also 4x XLR-Eingänge vorne. 2 nutze ich schon für mein DJ-Setup, kommt auch nochmal ein Video. 1 für mein Mikrofon und 1 ist eigentlich noch frei. Weiß ich nicht, was ich da noch mache. Vielleicht noch ein zweites Mikrofon für Podcast oder so. Da werde ich aber mein altes wahrscheinlich eher nutzen. Zu dem kommen wir nämlich jetzt. Also 85 Euro, Top-Preis, geiles Produkt, geiles Audio-Interface. Ich habe euch noch mal kurz mein altes rausgesucht. Kostet ein bisschen mehr, 116,99. Warum? Weil wir hier einfach 2 XLR-Eingänge haben. Zweimal Klinke, was ich sehr geil finde. Und zwar, ich kann das mal kurz groß machen. Also hier könnt ihr XLR anschließen, Mikrofon, irgendwelche Instrumente, MIDI-Keyboards, aber ihr habt auch die Möglichkeit hier innen, wie man hier sehen kann, Klinke anzuschließen, so wie meine DJ-Controller, wie, was hätte ich noch, Gitarre zum Beispiel. Ich würde euch das hier empfehlen, weil hier habt ihr beide Möglichkeiten, XLR und Klinke, und bei dem habt ihr einfach nur, oder was heißt einfach nur, hier habt ihr halt XLR und einmal Klinke. Und ich finde es halt hier viel geiler, weil wenn ihr zum Beispiel mit DJ starten wollt, könnt ihr das gleich nutzen, weil dann könnt ihr hier gleich mit zweimal Klinke reingehen und es funktioniert einwandfrei. Hier ist ein bisschen schwierig, weil da müsst ihr einmal irgendwie einen XLR-Adapter auf Klinke und dann hier mit Klinke, also ein bisschen komplizierter, und es kostet halt jetzt wirklich nicht so viel mehr. 116,99 ist sogar im Osterangebot, hier 85 Euro. Könnt ihr selber entscheiden. Eins von beiden würde ich auf jeden Fall nehmen. Wir kommen weiter zu den Kopfhörern. Und zwar, die werden jetzt ein bisschen was kosten. Wieder über 100 Euro. Ist auch nicht günstig, ich weiß. Ich habe euch hier Biodynamic rausgesucht. Ich nutze die auch gerade. Ich habe zwar nicht die, ich habe die, muss ich selber kurz schauen, 770, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, 770 Pro in der 250 Ohm-Variante. Das hier sind die 990 Pro. Reicht vollkommen. Ich finde die unfassbar gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Ah, die gibt es sogar noch in schwarz, das ist auch ganz cool. Obwohl, oh, die sehen halt schon böse aus, gell? Aber kosten halt einfach einen Zehner mehr. Bewertungen sagen eigentlich auch schon alles aus. 4,7 Sterne, 14.700 Bewertungen. Es sind halt einfach, ich glaube, mit die Marktführer für Hobbyproduzenten. Auch große Produzenten arbeiten mit Biodynamic, aber dann schon andere Kaliber. Genau, wir gehen jetzt weiter zum, weiß ich nicht, ob das ganz so wichtig ist, ob ihr singen wollt oder vielleicht nur Remixe machen wollt, so wie ich. Wenn ich mal wieder einen Remix bringe. Mikrofon. Thema Mikrofon ist auch so ein sehr, sehr großes Thema. Jeder hat so seine Favorite von Herstellern. Ich habe euch jetzt mal zwei rausgesucht, wo ihr einmal mit, wie man schön erkennen kann, XLR oder mit USB reingehen kann, was ich sehr cool finde. Ich nutze es, wie gesagt, mit Klinke. Nee, ich nutze meins sogar mit XLR. Hier habt ihr die Möglichkeit, also das könnt ihr dann direkt an euer Interface anschließen, an das Focusrite. Oder ihr sagt, nee, ich will es lieber im PC, was ich euch aber jetzt nicht empfehlen kann, weil über Focusrite oder über ein Audio-Interface habt ihr natürlich mehr Möglichkeiten. Sieht optisch echt gut aus. Tonor kenne ich, weil ich habe da meine Mikrofone für das DJ-Setup. Zwar Wireless-Mikrofone, aber wirklich zufrieden. Super geile Dinger. Optisch ähnelt sich das sehr an das Shure SM7B, was ja sehr erfolgreich ist, aber das ist viel zu teuer. 410 Bewertungen, 4,6. Ton kann ich leider nicht sagen. Ich habe nur andere Mikrofone von Tonor, wo ich echt zufrieden bin. Also ich denke, für 51 Euro kann man echt nicht so viel verkehrt machen. Osterangebot, Bewertungen sind gut. Ich habe euch noch ein anderes Mikrofon rausgesucht, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt wirklich nur per USB Gesang aufnehmen. Zahlt ihr ein bisschen weniger, 44 Euro. Das habe ich auch jahrelang genutzt, für Streaming auch. Ist halt ein reines USB-Mikrofon, aber da würde ich meiner Meinung nach die paar Euro Aufpreis, 7 Euro Aufpreis zahlen, um eins mit XLR auch zu bekommen. Genau, falls nicht, Auna Mic 900B, auch ein sehr erfolgreiches und auch sehr ausverkauftes Mikrofon immer. Bewertungen sind auch top.
flackt auch noch bei mir in der Kiste irgendwo. Und ich würde sagen, wir kommen zum letzten Produkt und mit auch das Wichtigste, weil ohne das könnt ihr nicht arbeiten. Ich habe auf anderen Plattformen bzw. auf Idealo und Geizhals geschaut, ob das irgendwo günstiger gibt. Ich benutze als DAW Fruity Loops, also FL Studio. Ich habe jetzt nicht die Fruity Edition, sondern die Producer Edition. Die ist doch ein Ticken teuer. Ich glaube 120 Euro, 130 Euro teurer als die hier. Der Unterschied ist einfach nur, ihr habt halt in der Producer Edition, die ich habe, einfach schon Presets bzw. Synthesizer und so mit drinnen. Ich kann euch FL Studio empfehlen. Es gibt zahlreiche Tutorials. Ich mache Tutorials. Es werden noch viele Tutorials kommen über FL Studio. Es ist eine unfassbar geile Software zum Produzieren. Es macht unfassbar viel Spaß. Wenn wir mal ganz kurz bei Ton anschauen, das ist meine Edition, die ich mir damals gekauft habe. 5 Sterne einfach. Ja, 239 Euro. Ihr könnt hier dann unten in Ruhe lesen, was alles vorhanden ist, was alles mit dabei ist in der Producer oder in der Fruity, also die Fruity Edition. Diese hier ist halt das Starterpaket. Hier habt ihr schon ein paar Synthesizer und Effekte dabei. Arbeitet mit entweder Fruity Edition oder wenn ihr sagt, okay, ich warte vielleicht noch bis zum Geburtstag, Weihnachten, bis ich vielleicht ein bisschen Taschengeld kriege, empfehle ich euch auf jeden Fall Producer Edition. Nicht diese hier, sondern diese Version hier. Ich packe euch einfach mal den Link auch mit rein. Wie gesagt, hier seht ihr alles, was dabei ist. Das war es eigentlich, Freunde, mit dem Video. Ich hoffe, es war nicht allzu kreuz und quer. Also Boxen haben wir, beziehungsweise angefangen mit MIDI Keyboard, das was ich benutze. Dann haben wir einmal die Boxen, die Studio Monitore. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr bessere kennt oder andere. Dann einmal das Audio Interface, wo ihr sozusagen euer Mikrofon einspeist und Keyboard oder Gitarre und so weiter. Zwei Varianten, entweder das kleine oder das mittlere. Und natürlich Kopfhörer. Ihr wollt ja auch in Ruhe produzieren und auch eure Nachbarn nicht auf den Sack gehen. Und natürlich dann auch zum Vorhören, wenn man Vocals aufnimmt. Dann Mikrofon, Tonor. Ich würde auf jeden Fall ein XLR-Mikrofon empfehlen statt USB, weil ihr habt ja ein Audio-Interface und dann würde ich auch mit XLR arbeiten. Und zu guter Letzt einfach DAW. Ich nutze FL Studio, bin zufrieden. Es gibt sehr, sehr viele Tutorials. Ich mache Tutorials. Zumindest habe ich es jetzt vor, wieder aktiv Tutorials zu machen. Und das war es eigentlich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ihr könnt gerne Daumen nach oben geben. Ihr könnt gerne kommentieren, falls euch noch was einfällt. Ab in die Kommentare. Kanal abonnieren, habe ich glaube ich schon gesagt. Ich bin raus, Freunde. Freut euch auf das nächste Video. Bis dann. Ciao.